Ich glaube, es war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich studierte gerade Lego-Bau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. 22, in diesem Alter will man doch wilde Sachen machen. Festivals feiern, das Leben genießen, Sudokus lösen, Tofu selber machen. Wilde Dinge halt, aber das Schicksal, das hatte andere Pläne für uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles. Und das Wohl unseres Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir unser Herz und taten nichts, absolut nichts. Wir waren faul, wie die Faultiere. Wir saßen auf unserem Sofa und verwahrlosten digital. Wie doof waren wir eigentlich? Ich meine, natürlich reduzierten wir die Kontakte und blieben zu Hause. Aber auch da taten wir wirklich nichts. Keine Fortbildungen. Wir stellten dem einsamen Nachbarn keine lieben Grüße vor die Tür. Wir verbreiteten keine Hoffnung und keinen Glauben im Internet. Aber eins taten wir. Wir traten in den Kampf. Unser PC wurde zur Waffe und unser PayPal-Konto wurde zur Front. Wir spendeten mehr, als wir es je getan hatten. Einige hatten 2020 ja wirklich weniger Geld. Viele aber gleichbleibende Einnahmen und weniger Ausgaben. So spendeten wir. Ich weiß noch, ich spendete damals an dieses große Jugendfestival, das 1 Million Euro Spenden brauchte. Christiwell hieß es. Aber auch für andere spendeten wir. Große Beträge, kleine Beträge, Daueraufträge für Kinderhilfswerke, Kirchen und Vereine. Wissen Sie, ich bin schon etwas stolz, wenn ich auf diese Zeit zurückschaue. So wurden wir zu Helden. Damals, in dem Corona-Winter 2020.